mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Und ich bin, wie gesagt, Johann Nepomuk Meyer, lebe hier in Bayern, in Niederbayern. Und ist seit fast 56 Jahren. Ich beschäftige mich mit den Thematiken des Nicht-Greifbaren, also die erweiterte Realität. Mein Werdegang ist klassisch gelernt in einer Druckerei, dann später Betriebswirtschaft studiert, Unternehmensberatung, Schwerpunkt Marketing, aber seit einigen Jahren, 5-6 Jahre, mache ich diese Thematik hier, die mich schon seit frühester Kindheit fasziniert, hauptberuflich. Mittlerweile sind 3 Filme entstanden, mehrere Filme in der Pipeline und 5 Bücher. Und ja, um was geht's? Es geht darum, dass diese Realität, die wir hier also als dinglich wahrnehmen, und das Bild, das uns in der Schule, im Studium über diese, ja, unsere Welt, unser Universum vermittelt wird, teilweise, sage ich jetzt mal, ja, überholungsbedürftig ist. Das heißt, es wird uns hier bestimmte Dinge sprachlich so vermittelt, als gäbe es tatsächlich eine Realität außerhalb von uns. Ich denke, wir sollten vielleicht einmal kurz erläutern, was ich damit meine. Ups, vielleicht müssen wir mein Handy ausschalten, sonst macht das immer Pips. Sorry. Okay, also was meine ich damit? Wir wissen etwa seit 100 Jahren, dass die Materie nicht das ist, wo wir über sie halten. Als Max Planck, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger diese Quantenphysik ins Leben gerufen haben, hatten sie die Aufgabe herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wir lernen ja alle in der Schule das klassische Niels Bohr Atommodell, Proton, Neutron, ein Elektron, das um den Elektron um diesen Kern fliegt, und gehen davon aus, dass diese Elemente tatsächlich fester Natur sind, kleine Korpuskeln wie kleine Planetensysteme. Dem ist aber nicht so. In diesen ganzen Experimenten in den 20er Jahren letzten Jahrhunderts hat sich herausgestellt, dass Materie überhaupt nicht auf Materie aufgebaut ist. Das ist natürlich schon einmal ein Schock, auch damals für die Wissenschaft, auch für die Physiker, die nach wie vor immer noch in der alten Sprache von Teilchen, Elementarteilchen, Teilchenphysik hier gesprochen wird, aber nur deshalb, weil sonst, weil es die alte Sprache der jüdischen Mechanik ist, aber in Wirklichkeit wissen natürlich die Physiker, dass Materie sowas ist wie eine Schwingung eines nicht greifbaren. Wenn man es jetzt mit dem Computer vergleichen würde, sagt der Quantenphysiker, ist nicht die Hardware bei der Überprüfung übrig geblieben, sondern die Software. Das heißt, die Realität oder die viel größere Wirklichkeit ist nicht dinglicher Natur, sondern aus etwas, das nicht greifbar ist, aus einem geistigen Moment, nennen wir Software, nennen wir es Vakuum, nennen wir es Bewusstseinsfeld, Energiefeld, Interwelt, wie auch immer, auf alle Fälle aus etwas, das nicht dinglicher Natur ist. Das heißt, Materie ist in Wirklichkeit ein Prozess, der keinen Anfang und kein Ende hat. Und der Physiker sagt, wenn leerer Raum sich um sich selber dreht, entsteht das, was wir als energetischen Austausch verstehen, als Teilchen, dieses Klangmuster in diesem Raum. Und diese kleinen Klangmuster aneinandergereiht, unzählige dieser Klangmuster, das ist auch im Körper aufgebaut. Das heißt, die Welt besteht tatsächlich aus nichts, wenn man das als etwas Festes bezeichnen würde, ist das Gegenteil von fest, ist eben nicht fest, etwas aus der Software. Das ist für mich jetzt sehr, sehr schwer nachvollziehbar, weil wenn ich jetzt hier auf diesem Stuhl sitze und greife an diese Armlehne, habe ich irgendwas in der Hand, oder zumindest glaube ich, was in der Hand zu haben. Ich packe einen Tisch an, ich packe ein Buch an, ich fasse irgendwas an und fühle, da ist was. Richtig. Und Sie sagen jetzt, da ist nichts. Das ist für mich nicht irgendwie wirklich erklärbar. Ja, ist schon was, Sie fühlen ja etwas. Aber kommen wir dazu, wieso überhaupt etwas fühlen, was da ist. Also wenn Sie zwei einen Magneten auseinanderbrechen, dann halten die zwei gleichen Enden zusammen und haben Sie auch eine energetische Abstoßung. Das heißt, Ihr Körper ist aufgebaut aus diesen kleinen Klangmustern, die energetische abstoßende Kräfte haben, und eben, dass diese ganze Wirklichkeit eben diese Klangmuster sind, die sich gegenseitig, wenn sie gleich aufgebaut sind, sich gegenseitig abstoßen, und deswegen kommt hier der Eindruck, dass wir hier Widerstand, Sie können hier nicht durchgangen. So,
Die Welt, wie Sie sie wahrnehmen, nehmen Sie ja nur wahr über Ihre fünf Sinne. Riechen, hören, schmecken, tasten und den Sehsinn. In Wirklichkeit hätten wir auch nur 10 Sinne, wenn man das richtig betrachtet, aber lassen wir den weg. Das bedeutet, der Zugang von dem, was außerhalb von uns ist, haben wir nie direkt. Wir haben immer einen indirekten Zugang. Das heißt, wenn Sie etwas berühren, wird diese Berührung über die Haut in elektrische Impulse umgewandelt, die im Gehirn über die restlichen Sinne eine Realität konstruieren, die nach außen projiziert wird, aber Sie die Projektion nach außen nicht mitbekommen. Sie denken also, diese Welt, die Sie hier sehen, existiert unabhängig von Ihnen. Das ist aber nicht der Fall. Sondern es ist eine Leistung Ihres Biocontainers, unseres Körpers, der über diese Sinne, über diesen Programmen, die in unserem Körper und im Gehirn ablaufen, diese Realität, also Reses kommt aus dem Lateinischen, das heißt das Dingliche, etwas erschaffen, was wir denken, es wäre außerhalb von uns dinglicher Natur. Aber es gibt nichts Ontisches, also es gibt überhaupt nichts außerhalb von uns, außer diesem Quantenraum, diesem Bewusstseinsfeld oder was, oder dieser Software, was auch immer das ist. Und aus diesem Gesamten holt unser Körper über diese Sinne Teilinformationen raus, bewertet die und macht daraus seine Realität. Das heißt, wenn ein Quantenphysiker über ein Elementarteilchen spricht, weiß er natürlich, dass er aus einer unendlichen Welle ein kleines Teil rausschneidet und dieses kleine Teil nennt er dann Elementarteilchen. Ich meine, wir sehen dann im Grunde genommen diese Realität, Menschen, die um uns drum sind, einfach nur so als physischen Körper. Gibt es eigentlich auch noch irgendwas anderes, was wir vielleicht nicht sehen können? Was in diesem Raum irgendwo, in dieser... Ja, das ist ja eigentlich auch in der klassischen Physik ja so. Sie sehen weder die Radiowellen noch die unzähligen Fernsehsender, die gleichzeitig in der elektromagnetischen Schwingungsebene sind. Wir schneiden uns aus diesem Schwingungsbereich eben bestimmte Elemente raus, zum Beispiel von 480 bis 87 Millimikron. Aus diesem Bereich machen wir unser farbiges Licht. Es gibt in Wirklichkeit keine Farben, aber wir konstruieren daraus die Farben. Und aus einem anderen Wellenbereich haben wir Infrarot, beim nächsten Wellenbereich führen wir das als Wärme. Es ist immer das Gleiche, das ist nur unterschiedlich schwingt und wir nehmen uns aus diesem unendlichen Schwingungsmuster Informationen raus und aus der konstruieren wir unsere Realität. Das heißt also, der Mensch kann, so wie ich das verstanden habe, im Grunde genommen nicht alle Schwingungsmuster irgendwie umsetzen und sich daraus ein Bild machen. Ja genau, weil es außerhalb von uns eigentlich nichts gibt, außer diese Software, die uns zur Verfügung steht und aus dieser Software kreieren wir unsere Realität. Das heißt, wenn wir auch das klassische Modell der Teilchenphysik nehmen würden und würden sagen, okay, und diese Atome oder diese Proton, Neutron und dieses Elektron wären tatsächlich Korpuskeln, etwas Festes, selbst dann würde Ihr Körper noch aus 99,8 mal ein 9er Prozent aus leerem Raum bestehen. Der Rest, wenn ich zum Beispiel einen Atomkern vergrößern würde auf 20 cm wie ein Fußball, dann wäre es Elektron etwa 10 Kilometer Entfernung und der Rest da drin ist dieses Vakuum, ist dieser leere Raum. Das heißt, wenn man Ihnen den leeren Raum rausnimmt, dann sind Sie nur noch 20 Mikrometer groß und wir müssen Sie mit dem Mikroskop ansehen. Und jetzt haben wir festgestellt, dass selbst diese 0, und dann kommen jetzt 8 mal 0 und dann 1 Prozent an Materie und selbst die nicht aus etwas Festem besteht. Also das heißt, es gibt überhaupt nichts Dingliches in dieser Realität, in dieser größeren Wirklichkeit in unserem Universum. Alles, was wir sehen, alles, was wir irgendwo messen können, wird eben über diesen Prozess erzeugt. Also im Prinzip eigentlich nur über Schwingungen erzeugt. Ganz genau. Es gibt nur Schwingungen, aber aus etwas, das selbst nicht aus fester Materie ist. Das heißt, aus etwas, das ja, nicht greifbar ist. Dann habe ich immer noch ein Verständnisproblem, weil man sieht ja diese Menschen, die dann ja so, wie Sie sagen, aus so Schwingungen bestehen. Man sieht sie als Baby geboren und als alter Mensch sterben. Sich also irgendwo körperlich realistisch verändernd. Und wie gesagt, also mein Gehirn hat da so ein bisschen Schwierigkeiten, das zu verstehen. Ja, diese Klangmuster verändern sich natürlich im Laufe der Zeit. Sie bleiben stehen, sie zerfallen. Es ist ein ständiger Wandelsprozess. Also wenn man den Professor Hans-Peter Dürer, der vor ein paar Jahren verstorben ist, er hat immer gesagt, in Wirklichkeit
gibt es nur die Verbindung, nur das, was dazwischen ist. Also, und zwar nur die Veränderung an sich. Das heißt, die Wirklichkeit, dieser Urknall, sagt er, diese alte Physik eines Knalls, permanent, alles, was lebt, verändert permanent die Zukunft, erinnert sich daran, wie war die Vergangenheit, und die Zukunft ist etwas anderes. Das heißt, die Veränderung an sich ist die Wirklichkeit. Es ist natürlich auch klar, dass wir das mit unserem menschlichen Verstand alles nicht ganz begreifen, aber wir können es erleben, weil unser Gehirn ist ja nicht dafür gemacht, sondern wir diese Wirklichkeit zu begreifen, sondern darin mit unserer Realität hier zu leben, unsere Erfahrungen zu sammeln, und da reicht uns diese Teilinformation. Da reicht uns schon diese Realität, und wir mussten ja, seit die ganze Menschheit gibt, so lange haben wir gebraucht, um es herauszufinden, dass es außerhalb unseres eigentlich nichts gibt.